Hi und willkommen. Wir sind wieder zurück hier bei der Admiral Sportshow. Wir brauchen Spannend. jetzt auf jeden Fall einen violetten Touchdown, nachdem da alles schon so grün leuchtet. Und deswegen dürfen wir jetzt den Sportdirektor der Wiener Austria bei uns begrüßen, nämlich Manuel Ortlechner. Hallo. Hi, Da schön, ist dass du er da schon. bist. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht kann ich das Studio-Setup noch mal ganz kurz Wer? adaptieren. Wenn ein Bär klammert Nee, hat oder so. so werde ich dir nicht im So Internet wie gezeigt. Ich gebe dir gerne mal du was bist, du bist schon gezeigt bei meiner Lager. Schön, dass du da Hallo. bist. Freut uns. Vielen Dank für das Geschenk, das du mitgebracht hast. Stressige Zeiten momentan oder denkst du auch irgendwo schon, so wie Kathi, an Urlaub oder ist der schon länger her, der Die letzte? Zeiten sind eigentlich immer gleich. Also, ich werde oft gefragt, wann wird es denn einmal ruhiger? Die Volksstimme vom Tag 1, wie sollte eigentlich, wann es ruhiger wird? Es kann nur dann ruhiger werden, wenn ich selber den Stecker manchmal von Zeit zu Zeit ziehe. Dann sporen so ein Wiener Derby, wie wir es hier haben, ja auch etwas zusätzlich an, oder? Wie wichtig ist so eine Rivalität? Pusht das vielleicht auch ein bisschen? Oder wie schaut das aus? Ja, aber das braucht man nicht erwähnen, dass das einfach mit einer der spannendsten Rivalitäten im Weltfußball ist. Also, ich glaube, das ist ja das zweitälteste Derby auf der Welt. Hinter dem Old Firm. Wird immer wieder hervorgekramt, wenn es um Richtung Derby geht. Deswegen habe ich das auch Stegreif immer gleich bam, bei der Hand. Kannst du gleich merken, weil du so, ja, darfst du rückklammern. Ich schon notiert beim Ich habe Benny. das sehr, sehr oft, ich Ja, hab das sehr, sehr oft erlebt als aktiver Spieler. Und jeder Neuzugang sagt mir dann auch, boah, ich freue mich dann schon, wie das Derby dann wirklich ist, weil einfach unfassbar viel Emotion auf beiden Seiten ist. turbulente Zeiten bei der Austria, deswegen auch die eine oder andere turbulente Frage natürlich, die sich da auch gegeben hat. Rund um den Trainerwechsel, den es gegeben hat mit Michael Wimmer, den man installiert hat, Manfred Schmidt, der mittlerweile ja beim WAC gelandet ist. Du hast da gemeint, auch keine Ahnung, ob ich das hier überstehe, diesen Trainer-Rauswurf. Hat sich das dann intern alles aufgelöst, diese Thematik? Oder wie nimmst du das nach wie vor wahr? Ja, also jetzt rückblickend und mit ein bisschen einer Distanz natürlich auch betrachtet, war die Dimension speziell auch des ersten Tages, ich habe schon gewusst, das wird Wellen schlagen, aber das war mir so auch nicht bewusst. Also ich habe mir dann auch gedacht, das kann ja gar nicht sein. Ich glaube es wirklich alle, dass ich ein Wett verloren habe und deswegen macht man das oder aus einer Laune heraus, sondern da hat es ja Gründe für uns gegeben, warum wir uns zu diesem unfassbar unpopulären Schritt entschieden haben. Und da haben mir einfach so viele Menschen suggeriert, ich bin sehr unüberlegt und ich bin ein Volldepp und wie kann ich das nur machen? Und ja, einfach weil es in der Sache richtig ist, ganz einfach, das war der Grund. Und jetzt kann man sagen, ja, aber du hast dir selber keinen Gefallen tun, die Reputation von dir im Verein ist von hier auf hier gefallen. Ja, anyway, aber wenn du davon überzeugt bist, kannst du nicht immer nur populäre Entscheidungen treffen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Für mich gibt es ein Schlagwort, das habe ich auch auf meinem großen Whiteboard immer notiert. Es muss immer sein, dass das Ich unter dem Wir steht. Das ist ein wichtiger Faktor. Und eins können es mir wirklich alle glauben, der 5. Dezember, die Entscheidung war jetzt weniger gut für mich und trotzdem haben wir es getroffen. Fünfter momentan, 2 Punkte vor Rang 7, wenn man da den berühmt-berüchtigten Strich auch hernimmt, der über den Einzug ins obere oder untere Playoff entscheidet. Wie siehst du da jetzt die Ausgangslage? Unsere Ausgangslage, finde ich, hat sich ja am Ende des Tages schon verbessert, weil wir ja vor Beginn des Frühjahrs ja eigentlich am 7. Platz waren, in einer Jägerrolle waren und jetzt sind wir in einer Rolle, wo wir es verteidigen müssen und das machen wir natürlich auch sehr gerne. Und man darf nicht vergessen, ihr seid als Tabellenletzter quasi hineingestartet in die Saison aufgrund der 3 Minuspunkte. Das hätte ich eigentlich schon wieder vergessen. Danke für den Hinweis. Und Wir haben dem Thema wenn. intern nicht so viel Bedeutung geschenkt, wie es vielleicht von Okay. außen immer wieder auch eingetragen wurde, was ich auch gut finde. Die Jungs haben auch nicht wirklich damit konfrontiert und deswegen habe ich es wieder fast vergessen gehabt. Aber wenn man die dazuzählen würde, also nur das Sportliche hernehmen würde, dann würde die Wiener Austria sogar auf Rang 4 stehen, wenn ich da richtig gezählt habe. Ist das eine Entwicklung, die den Sportdirektor der Wiener Austria zufrieden stimmt? Ja, es gibt immer mehrere Betrachtungsweisen, wenn es um eine Entwicklung geht. Wir sind aus unserer Sicht jetzt schon in allen Belangen auf Kurs. Wir haben es sehr, sehr viel auch verändert. Wir wollen die Austria weiter neu erfinden. Dieser Prozess, wie ich vor einigen Jahren reingekommen bin, habe ich schon gewusst, hey, der Club ist zwar jetzt finanziell auf alle Fälle am Boden, das hat sich nicht großartig verändert. Das muss man auch immer wieder mal erwähnen, weil die Leute glauben ja, nachdem wir im Herbst durch Europa geflogen sind, das ist alles Schnee von gestern. Nein, ganz im Gegenteil. Also wir sind schon sehr, sehr sehr, sehr genau, wenn es darum geht, inwieweit blicken wir auch auf die Finanzen. Die kaufmännische Sorgfaltspflicht, die ist ja ganz ein wichtiger, finde ich, in unserer Situation. Aber wir sind quasi auch gezwungen, es hat mir am meisten gereizt, die Austria neu zu erfinden. Und der Prozess ist ja nicht abgeschlossen, sondern der wird sich über einen längeren Zeitraum erstrecken. Aber das macht ja mir eigentlich den meisten Spaß. Herr Ortlechner, besteht die Möglichkeit, Sie in Zukunft bei Dancing Stars zu sehen? Es ist deswegen interessant, weil ich jetzt ein bisschen aus dem privaten Nähkästchen plaudere, meiner Frau einen Tanzkurs zu Weihnachten geschenkt. Oh.
Weil man erstens dann Zeit mit der Frau verbringt und dieses Quality Time Deluxe, wir machen den Tanzkurs mit einem wirklichen Dancing Star, aber in privater Natur, wo wir nur zu dritt im Raum sind und dann lassen die Kameras nicht daran teilhaben. Und ich glaube jetzt auch, diese Bühne sollte man eher auch diesen Ogris und Co. überlassen, weil die am Ende auch, finde ich, ganz gut das Publikum unterhalten und es ist ja Unterhaltungsshow am Ende des Tages und ich weiß nicht, ob ich da der richtige Kandidat für sowas bin und ich, eigentlich mag ich das weniger. Singt Manuel lieber oder tanzt er lieber? Ich kann beides überhaupt nicht. Aber interessanterweise du hast doch schon mal gesungen, oder? Interessanterweise. Wir passen ja auch. Zwei Songs mittlerweile der Austria haben sie mir gebeten, hinter das Mikro zu treten und ich finde beides mal katastrophal. Mit viel Leidenschaft, wie man sieht. Aber wir leben im Jahr 2023 mittlerweile. Ich glaube, das war im Jahr 2000. Vor 12 Jahren. Ja, da könntest du noch 10, anstimmen, 11. den Song? Ich spiele gern. Ich glaube, das war im Baumgartlinger sehr Strophe, oder? Ich spiele gern für Austria Wien. Und ich hab nur eins im Sinn. Bla bla bla. Ich weiß gar nicht, ob das Meistruppe war in Schulzene, aber in Schulzene war immer die erste, glaube ich. Keine Ahnung, sei es wie sei. Also ich kann weder gut tanzen noch gut singen. Aber gut fotografieren, das auf jeden Fall. Auch da haben wir eine Kostprobe mitgebracht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist jetzt immer im Auge des Betrachters. Wie oft hast du die Generali-Arena fotografiert? 1738 Mal. Warum sage ich das genau so oft? Weil ich 1738 Fotos des Umbaus der Generali Arena gemacht habe, die dann in einem Bildband gefangen habe und der nach wie vor um 19,11 Euro zum Kauf im Fanshop aufliegt. Und einen Kalender haben wir auch rausgebracht, Thomas. Sehr stark. Zum Abschluss haben wir jetzt noch ein Spiel vorbereitet, ein Game. Du kannst es mal so schön anmoderieren. Genau, und zwar heißt das Spiel so. Das einfach live an der Sportshow mit unseren tollen Gästen, die zum Schluss nochmal alles geben müssen, um dann in einer Tabelle zu landen. Und die Zeit ist aus. Neun. Exequo mit Steffen Hoffmann, das ist doch was, oder? Mit dem Fußballgott. Ich Steffen Hoffmann meinst. Ja. Den Fußballgott. Steffen Hoffmann meinst, oder? Ich merke, da kommen wir heute nicht mehr auf. Ich bin auch einen, aber der heißt Markus Fußballgott. Da gibt es heute, glaube ich, keinen Bonus. Aber du darfst das noch niederschreiben. Grüße an dich, Sutti. Die rote Kamera ist, oder? Sutti, der geht raus an dich. Manuel, vielen Dank für deinen Besuch. Gerne. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch, trotz allem. Und ich hoffe natürlich auch euch zu Hause ein bisschen Wiener Derby, bevor es dann auch in ein paar Tagen am grünen Rasen wieder soweit ist. Viel Freude noch mit Fußball heute Morgen, übermorgen und überhaupt. Nächsten Donnerstag wieder 19 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.